Hallihallo und herzlich willkommen bei einem neuen Kochvideo hier bei Florence Keto World in meiner wunderschönen Küche. Und heute wird es mal Zeit für was Herzhaftes und zwar eins meiner absoluten Lieblings-Keto-Rezepte. Ich bin Riesenfan, ihr seid Riesenfan von meinen Brotrezepten und deswegen habe ich heute für euch ein neues Keto-Brot kreiert, was ich heute mit euch gemeinsam backen werde und ich zeige euch natürlich Step by Step, wie es geht. Ihr bekommt die Zutaten auch in die Beschreibung mit eingeblendet, also keine Sorge, ihr seid gut ausgestattet und wir brauchen auch nicht so viele Zutaten, zumindest sind die Grundzutaten gleich. Und toppen könnt ihr das damit, was ihr wollt. Und ich würde sagen, wir starten mit den Zutaten. Wir brauchen einmal Mandelmehl, ein bisschen Kokosmehl. Das ist einfach auch für die Fluffigkeit. Eier, dann Salz, Apfelessig, Olivenöl, Leinsamen, ganz wichtig. Ein paar Chiasamen für den Geschmack und natürlich Salz und Kürbiskerne. Eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt hier alles reinmachen, was ihr wollt. Ihr könnt alle möglichen Kerne reinmachen, ihr könnt Nüsse reinmachen. Ihr könnt das auch süß backen, wenn ihr drauf steht. Aber ich mag es lieber herzhaft, zumindest wenn es ums Brot geht. Und deswegen würde ich sagen, starten wir direkt. Ich mache mal hier eben die Zutaten ein bisschen zur Seite, damit man das Ganze auch ein bisschen besser sehen kann. Ich habe das Mandelmehl, da kommt jetzt das Kokosmehl rein. Besten alles. Und ein paar Leinsamen, die geben dem Ganzen dann auch noch mal so ein bisschen eine Quellung, dass das Ganze dann schön quellt und auch fluffig wird. Wer das Ganze vegan zubereiten möchte, der lässt die Eier weg, nimmt die doppelte Menge Leinsamen und dann bitte aber unbedingt 250 Milliliter Wasser. Der kann das Brot auch sogar vegan machen, keto-vegan. Hier sind super hochwertige Fette drin, sogar Proteine durch die Nüsse, die Leinsamen und auch die Kerne. Und es ist sehr, sehr wandlungsfähig. Das bedeutet, ihr könnt tatsächlich einfach reinmachen, was euch schmeckt. Dann kommen für mich noch ein paar Chiasamen rein. Das ist auch wieder so für mich als Topping, sehe ich das. Da kann man auch Sesam zum Beispiel reinmachen, wenn man möchte. Ein bisschen Himalaya-Salz. Hier mag ich gerne das grobkörnige Salz. Ihr könnt aber hier natürlich auch einfach ein ganz normales Salz nehmen, ein etwas weniger grobkörniges. Ich finde das aber lecker, weil ich mag den Crunch. Da bin ich etwas eigen, was das Salz angeht. Kürbiskerne dürfen auch nicht fehlen. Die geben einfach auch nochmal einen richtig feinen Geschmack dazu. Man kann die vorher anrösten, wenn man sich die Mühe machen will. Und dann ein Esslöffel Apfelessig muss auch mit rein. Der gibt einfach nochmal einen leckeren Geschmack und macht das Ganze auch nochmal ganz schön ein bisschen fluffiger. So. Und natürlich Olivenöl, weil das gehört auch in jedes gute Brot, gehört für mich Olivenöl. Und ich finde, es gibt einfach nochmal einen richtig schönen Geschmack dazu. Da einfach nach Gusto, nach Belieben, so viel ihr wollt. Und das Ganze dann einfach verrühren, bis ein glatter Teig entsteht. Riecht schon mega, mega gut. Durch das Kokosmehl wird das Ganze schön fluffig. Gibt auch so eine leichte Süße ins Brot. Das mag nicht jeder. Im Zweifel Kokosmehl einfach weglassen. Und auch das Mandelmehl könnt ihr übrigens ersetzen, indem ihr andere Nüsse nehmt. Ihr könnt gemahlene Mandeln nehmen, ihr könnt gemahlene Haselnüsse nehmen. Ihr könnt Leinmehl nehmen, dann aber bitte einfach auch ein paar mehr Eier reinmachen. Hanfmehl, das wird auch ein bisschen fester, da auf jeden Fall auch mehr Eier reinmachen. Oder eben auch ja, alles andere an gemahlenen Nüssen, was euch einfach schmeckt. Jetzt haben wir hier einen richtig schönen Teig, wie ihr schon sehen könnt. Und daraus können wir jetzt einen Brotlaib formen. Und ich gebe das Ganze in so eine gefettete Backform. So. Da kommt das jetzt rein. Und dann ist es auch schon ofenbereit. Das Gute beim Keto-Brot, und das finde ich ja genial, es hat keine Gehzeit. Ihr müsst es also nicht irgendwie 24 Stunden stehen lassen oder Ewigkeiten ziehen lassen. Natürlich wird es nicht ganz so fluffig wie ein Sauerteigbrot oder ein Weißbrot oder ein normales Brot vom Bäcker. Aber ich finde, es erfüllt seinen Zweck und ich finde, es schmeckt richtig, richtig gut mit süßem und mit herzhaftem Belag. Das wird jetzt ein etwas kleineres Brot. Man kann die Menge natürlich auch verdoppeln, wenn man will. Ich persönlich backe lieber kleinere Brote und dafür öfter, damit die auch immer schön frisch sind. Ich lagere das dann auch im Kühlschrank, damit es auch schön frisch bleibt, weil dann behält es auch die Saftigkeit. Und dieses Brot wird besonders saftig, eben einfach durch die Zutaten. Und schaut mal, wie schön das aussieht. Ich zeige es nochmal hier. So, genau. Und das kommt jetzt in den Ofen bei 180 Grad, etwa 30 Minuten. Und dann kann man das auch schon verzehren. So, und so sieht das dann fertig aus. Frisch aus dem Ofen.
sehr, sehr fluffig und ich werde das Ganze jetzt mal anschneiden, damit wir einfach mal schauen, wie das auch von innen aussieht. Es ist jetzt ganz, ganz frisch aus dem Ofen, hat eine schöne, feine Kruste, aber innen ist es total soft und ich glaube, das ist mir richtig gut gelungen. Das hat jetzt die ideale Größe für eine Person. So schaut das aus, dampft schon richtig, richtig schön saftig. Das kann man sich aber auf jeden Fall schmecken lassen.